Kapitel 65. Und nach diesen Dingen geschah es, dass all die Berater des Pharao, König von Ägypten, und alle Ältesten der Ägypter sich versammelten und vor den König kamen und sich verbeugten zum Boden, und sie saßen vor ihm. Und die Berater und Ältesten von Ägypten sprachen zum König Folgendes: Siehe, das Volk der Kinder von Israel ist größer und mächtiger, als wir es sind. Und du kennst all das Böse, was sie uns angetan haben auf dem Weg zurück von der Schlacht. Und du hast auch ihre große Stärke gesehen, denn diese Stärke ist mit ihnen und kommt von ihren Vätern. Denn nur einige wenige Männer standen auf gegen ein Volk so zahlreich wie Sandkörner und schlugen sie mit dem Schwert. Und von ihnen selbst fiel kein einziger, so dass, wenn sie zahlreich gewesen wären, sie dieses Volk völlig zerstört hätten. Deshalb gib uns Rat, was mit ihnen zu tun ist, bis wir sie allmählich aus unserer Mitte vernichten, damit sie nicht zu zahlreich für uns im Land werden. Denn wenn die Kinder von Israel im Land noch mehr werden, dann werden sie uns ein Hindernis werden. Und wenn ein Krieg beginnen sollte, dann werden sie sich mit ihrer großen Stärke mit unserem Gegner verbinden und gegen uns kämpfen, uns vertilgen aus dem Land und gehen. So antwortete der König den Ältesten Ägyptens und sagte zu ihnen: Das ist der angekündigte Plan gegen Israel, von welchem wir nicht abweichen werden. Seht, im Land gibt es Piton und Ramses, gegen den Kampf unbefestigte Städte. Es ist für euch und uns erforderlich, sie zu bauen und zu befestigen. Also deshalb geht und handelt listig mit ihnen und proklamiert in Ägypten und Goschen den Befehl des Königs, sagend: All ihr Einwohner von Ägypten, Goschen, Patros und alle ihre Einwohner, der König hat uns befohlen, Pithom und Ramses zu bauen und zu befestigen zur Schlacht. Wer von euch aus ganz Ägypten, den Kindern von Israel und von den Einwohnern dieser Stadt willens ist, mit uns zu bauen, soll jeder täglich seine Bezahlung bekommen, auf des Königs Befehl. So sollt ihr vorgehen und schlau sein, und versammelt euch in Piton und Ramses, um zu bauen. Und während ihr baut, sorgt dafür, dass eine Proklamation dieser Art jeden Tag durch Ägypten geht, auf Befehl des Königs. Und wenn einige der Kinder von Israel kommen sollten, dann gebt ihnen ihren täglichen Lohn einige Tage lang. Und nachdem sie mit euch für täglichen Lohn gebaut haben, zieht euch von ihnen zurück, täglich, einer nach dem anderen, im Geheimen. Und dann sollt ihr aufstehen und ihre Zuchtmeister und Offiziere sein. Und ihr sollt sie danach verlassen, um ohne Lohn zu bauen. Und sollten sie sich weigern, dann zwingt sie mit all eurer Macht zum Bauen. Und alle Diener entfernten sich vom König, und sie machten eine Proklamation in ganz Ägypten, in Tachpanes und in Goschen und in allen Städten, die Ägypten umgaben, sagend: Du hast gesehen, was die Kinder von Esau und Ismael uns angetan haben. Die kamen, um Krieg gegen uns zu führen und uns zu zerstören. Und deshalb befahl uns der König, das Land zu befestigen und die Städte Pithom und Ramses zu bauen und sie für den Krieg zu befestigen, falls sie wieder gegen uns kommen sollten. Wer auch immer von euch aus Ägypten oder den Kindern Israel kommen wird, um mit uns zu bauen, der soll seinen täglichen Lohn vom König erhalten. So lautet sein Befehl für uns. Und als Ägypten und die Kinder Israels alles gehört hatten, was die Diener des Pharao gesagt hatten, da kamen Leute von den Ägyptern und den Kindern Israels, um mit den Dienern des Pharaos Pithom und Ramses zu bauen. Aber keiner von den Kindern Levis kam mit ihren Brüdern. Und alle Diener des Pharao und seine Prinzen kamen zuerst mit Täuschung, um mit Israel zu bauen als Tagelöhner, und sie gaben Israel seinen täglichen Lohn, anfänglich. Und die Diener des Pharao bauten mit ganz Israel und waren beschäftigt in dieser Arbeit mit Israel für einen Monat. Und am Ende des Monats begannen alle Diener des Pharao damit, sich heimlich zurückzuziehen von Israel. Und am Ende von einem Jahr und 4 Monaten hatten sich alle Ägypter von den Kindern Israels zurückgezogen, so dass die Kinder Israel in der Arbeit alleine gelassen wurden. Und nachdem sich alle Ägypter von den Kindern Israels zurückgezogen hatten, kamen sie zurück und wurden Unterdrücker und Offiziere über sie. Und einige von ihnen standen über den Kindern Israels als Aufseher
um von ihnen alles zu erhalten, was sie ihnen als Bezahlung gaben. Und so taten es die Ägypter den Israeliten Tag für Tag, um sie in ihrer Arbeit zu quälen. Und alle Kinder Israels waren alleine in dieser Arbeit beschäftigt, und die Ägypter unterließen jede Bezahlung für die Kinder Israels von dieser Zeit an. Und als einige der Männer Israels die Arbeit verweigerten, weil ihnen der Lohn nicht gegeben wurde, da unterdrückten die Diener des Pharaos sie und schlugen sie mit heftigen Schlägen und brachten sie gewaltsam dazu, mit ihren Brüdern zu arbeiten. So taten es alle Ägypter den Kindern von Israel alle Tage lang an. Und alle Kinder Israels waren in dieser Sache sehr besorgt wegen der Ägypter. Und alle Kinder Israels kehrten zurück und arbeiteten alleine, ohne Lohn. Und die Kinder Israel bauten Pithom und Ramses, und die Israeliten taten die Arbeit. Einige fertigten die Steine, einige bauten, und die Kinder Israels bauten und befestigten das ganze Land Ägypten und seine Mauern. Und die Kinder Israel waren viele Jahre an der Arbeit, bis zu der Zeit, als Jahuwah sich an sie erinnerte und aus Ägypten herausführte. Und die Hände der Männer Ägyptens waren dauerhaft streng gegen die Israeliten in dieser Arbeit. Und die Ägypter ließen den Israeliten mit Strenge arbeiten. Und die Ägypter verbitterten die Leben der Kinder von Israel mit harter Arbeit, in Mörtel und Ziegelsteinen und auch mit allerlei Arbeit auf dem Feld. Und die Kinder Israels nannten Melol, den König von Ägypten, Meror, König von Ägypten, weil die Ägypter ihre Leben in diesen Tagen verbitterten mit allerlei Arbeit. Und all die Arbeit, in welcher die Ägypter die Israeliten zwang, erzwangen sie mit Strenge, um die Kinder Israels zu quälen. Aber je mehr sie sie quälten, desto mehr vermehrten sie sich und wuchsen. Und die Ägypter waren betrübt wegen der Kinder Israels. Kapitel 66 beginnt damit, dass die Ägypter befürchten, von Edom angegriffen zu werden. So lesen wir dann in Vers 6. Und als die Ägypter von dieser Sache hörten, da erhöhten sie die Arbeit für die Kinder Israels, damit die Israeliten ihnen nicht dasselbe antaten, was sie im Krieg mit den Kindern von Esau in den Tagen von Hadad taten. Also sagten die Ägypter zu den Israeliten: Beeilt euch und macht eure Arbeit und beendet eure Aufgabe und stärkt das Land. Falls eure Brüder, die Kinder von Esau, gegen uns kämpfen sollten, dann werden sie wegen euch gegen uns in den Krieg ziehen. Und die Kinder Israels taten die Arbeit der Männer von Ägypten Tag für Tag. Und die Ägypter bedrängten die Kinder von Israel, damit sie weniger würden im Lande. Aber so wie die Ägypter die Arbeit für die Israeliten erhöhten, so wuchsen die Kinder Israels und vermehrten sich. Und ganz Ägypten war gefüllt mit den Kindern Israels. Und im 125. Jahr der Israeliten in Ägypten sahen die Ägypter, dass ihr Beschluss gegen Israel nicht erfolgreich war, sondern dass sie angewachsen und mehr geworden waren. Und das Land Ägypten und das Land Goschen war angefüllt mit den Kindern Israels. So kamen die Ältesten von Ägypten und dessen weisen Männer zum König, verbeugten sich und saßen vor ihm. Und die Ältesten von Ägypten und dessen weisen Männer sagten zum König: Möge der König ewig leben. Du hast uns den Rat gegen die Kinder Israels vorgeschlagen, und wir verfuhren mit ihnen gemäß dem Wort des Königs. Aber genauso wie wir die Arbeit für sie erhöht haben, so sind sie angewachsen und mehr geworden im Lande. Und siehe, das ganze Land ist angefüllt mit ihnen. Daraufhin wird ein Rat gehalten und Folgendes beschlossen: Wenn es dem König gefällt, erlasse ein Dekret und lasse es niedergeschrieben werden in den Gesetzen Ägyptens, welche nicht widerrufen werden sollen, dass das Blut jedes männlichen Kindes, das den Israeliten geboren wird, auf dem Boden vergossen werden soll. Und dadurch, dass du das tust, wenn alle männlichen Kinder der Israeliten gestorben sind, dann wird das Böse ihrer Kriege aufhören. Lasse den König so tun und sende zu allen hebräischen Hebammen und befehle ihnen, es so zu machen. Und diese Sache gefiel dem König und dem Prinzen, und der König tat es so gemäß dem Wort von Job. Und der König schickte zu den hebräischen Hebammen, von denen eine Sephra hieß, und der Name einer anderen war Pua.
Und die Hebammen kamen zum König und standen in seiner Gegenwart. Und der König sagte zu ihnen: Wenn ihr das Amt der Hebamme für eine hebräische Frau ausführt, und ihr seht sie auf dem Stuhl, und wenn es ein Sohn ist, dann sollt ihr ihn töten, aber wenn es eine Tochter ist, dann soll sie leben. Aber wenn ihr es nicht so macht, dann werde ich euch und eure Häuser verbrennen. Aber die Hebammen fürchteten Yahua und hörten nicht auf das Wort des Königs von Ägypten. Und als die hebräischen Frauen den Hebammen einen Sohn oder eine Tochter hervorbrachten, dann tat die Hebamme alles, was nötig war für das Kind, damit es lebt. Und so machten es die Hebammen alle Tage lang. Und diese Sache wurde dem König erzählt. Und er schickte und rief nach den Hebammen und sagte zu ihnen: Warum habt ihr das getan und die Kinder leben gelassen? Und die Hebammen antworteten und sprachen zusammen vor dem König, sagend: Lasse den König nicht glauben, dass die hebräischen Frauen so sind wie die ägyptischen Frauen, denn alle Kinder von Israel sind gesund, und bevor die Hebamme zu ihnen kommt, sind sie schon geboren. Und vor uns, deinen Dienerinnen, hat für viele Tage keine hebräische Frau ein Kind hervorgebracht, denn alle hebräischen Frauen sind ihre eigenen Hebammen, weil sie gesund und munter sind. Und der Pharao hörte ihre Worte und glaubte ihnen in dieser Sache, und die Hebammen entfernten sich vom König, und Yahua behandelte sie gut, und das Volk vermehrte sich und wuchs außergewöhnlich. Kapitel 67. Da war ein Mann im Lande Ägypten vom Samen des Levi, dessen Name war Amram, der Sohn von Jehat, dem Sohn von Levi, dem Sohn von Israel. Und dieser Mann ging los und nahm eine Frau, namentlich Jochebed, die Tochter von Levi, seines Vaters Schwester, und sie war 126 Jahre alt, und er kam zu ihr. Und die Frau wurde schwanger und gebar eine Tochter, und sie gab ihr den Namen Miriam, weil die Ägypter in diesen Tagen die Leben der Kinder Israels verbittert hatten. Und sie wurde erneut schwanger und gebar einen Sohn und nannte seinen Namen Aaron. Denn in den Tagen ihrer Empfängnis begann der Pharao, das Blut der männlichen Kinder Israels zu vergießen. Und es geschah nach dem Tod des Königs der Kittäer, dass Balaam, der Sohn von Beor, vom Land der Kittäer floh, und er kam nach Ägypten zum Pharao, dem König von Ägypten. Und der Pharao empfing ihn mit großer Ehre, denn er hatte von seiner Weisheit gehört, und er gab ihm Geschenke und machte ihn zu seinem Ratgeber und beförderte ihn. Und Balaam wohnte in Ägypten, in Ehre mit all den Noblen des Königs, und die Noblen erhöhten ihn, denn sie alle begehrten, von seiner Weisheit zu lernen. Kurze Anmerkung: Dieser Mann namens Balaam spielt im Verlauf der Geschichte im Buch Jaschar eine größere Rolle. Und zwar immer in Verbindung mit diesem König von Afrika bzw. den Kittäern. Hier sehen wir, dass er praktisch jetzt die Seiten wechselt von den Kittäern zu den Ägyptern. Vorher, wenn ich mich jetzt recht erinnere, hatte der schon einmal die Seiten gewechselt. Zweitens. In dem Namen Balaam steckt der Baal mit drin. Von daher können die Leute, die hier schon öfters mal zugehört haben, auch einschätzen, sozusagen, woher der Wind bei dem Mann weht. Drittens, dieser Mann ist, das soll hier als Erklärung reichen, weil ich werde hier kein Wortstudium jetzt machen, ist immer wieder als im Prinzip Hexenbeschwörer, Magier, Zauberer aufgetreten. Ja, das soll hier jetzt zu diesem Balaam genügen. Und im 130. Jahr der Israeliten in Ägypten träumte der Pharao, wie er auf seinem königlichen Thron sitzt und seine Augen hob und einen alten Mann vor ihm stehen sah. Und da waren Waagschalen in den Händen des alten Mannes, solche, wie sie von Kaufleuten benutzt werden. Und der alte Mann nahm die Waagschalen und hängte sie vor dem König auf. Und der alte Mann nahm die Ältesten Ägyptens und die Noblen und großen Männer und band sie zusammen und setzte sie auf eine der Waagschalen. Und er nahm ein Milchkind und setzte es auf die andere Waagschale, und das Kind überwog sie alle.
Und der Pharao war erstaunt über diese fürchterliche Vision, warum das Kind sie alle überwiegen sollte. Und der Pharao erwachte, und siehe, es war ein Traum. Und der Pharao stand früh am Morgen auf und rief alle seine Diener und erzählte ihnen den Traum. Und die Männer waren sehr besorgt. Und der König sagte zu all den weisen Männern, ich bitte euch, interpretiert den Traum, damit ich es weiß. Und Balaam, der Sohn von Beor, antwortete dem König und sagte zu ihm, das bedeutet nichts anderes als großes Übel, das in den letzten Tagen gegen Ägypten kommen wird. Denn ein Sohn wird Israel geboren werden, der ganz Ägypten und seine Einwohner zerstören wird und die Israeliten mit mächtiger Hand aus Ägypten fortbringen wird. Deshalb, o König, halte Rat in dieser Sache, damit du die Hoffnung der Kinder Israel zerstörst und ihre Erwartung, bevor dieses Übel gegen Ägypten aufkommt. Daraufhin wird wieder Rat gehalten und Folgendes beschlossen. Und der Midianiter Reuel antwortete dem König und sagte, möge der König leben, möge der König ewig leben. Wenn es dem König gut erscheint, lasst ihn absehen von den Hebräern und lasst sie in Ruhe und lasst ihn seine Hand nicht gegen sie ausstrecken. Denn dies sind diejenigen, die Yahuwah in den alten Tagen als Los seines Erbes aus allen Nationen der Erde und den Königen der Erde erwählte. Und wer ist da, der seine Hand gegen sie ungestraft ausstreckt und den ihr Gott nicht gerecht hätte? Sicherlich weißt du, dass als Abraham nach Ägypten herabkam, sah Pharao, der frühere König von Ägypten, Sarah, seine Frau, und nahm sie zur Frau, weil Abraham gesagt hatte, sie ist meine Schwester, denn er war besorgt, dass die Männer Ägyptens ihn wegen seiner Frau töten könnten. Und als der König von Ägypten Sarah genommen hatte, schlug Gott ihn und seinen Haushalt mit schweren Plagen, bis er Abraham seine Frau Sarah zurückgab. Dann wurde er wieder gesund. Genauso Jakob, ein einfacher Mann, wurde durch seine Integrität vor der Hand seines Bruders Esau gerettet. Und die Hand von Laban, dem Syrer, dem Bruder seiner Mutter, der nach seinem Leben trachtete. Genauso aus der Hand aller Könige von Kanaan, die zusammengekommen waren, gegen ihn und seine Kinder, um sie zu vernichten. Und Yahuwah befreite sie aus ihren Händen, dass sie sich ihnen zuwandten und sie schlugen. Denn wer hat jemals seine Hand ungestraft gegen sie erhoben? Sicherlich hat der frühere Pharao, deines Vaters Vater, Josef, den Sohn von Jakob, emporgehoben über alle Prinzen des Landes Ägypten, als er seine Weisheit sah. Denn durch Weisheit rettete er alle Einwohner des Landes vor der Hungersnot. Er holte Jakob und seine Brüder herab nach Ägypten, damit durch deren Rechtschaffenheit das Land Ägypten und das Land Goschen von der Hungersnot erlöst werden möge. Also deshalb, wenn es gut in deinen Augen erscheint, höre auf, die Kinder von Israel zu zerstören, sondern wenn es nicht dein Wille ist, dass sie in Ägypten wohnen, sende sie fort von hier, damit sie nach Kanaan gehen mögen, das Land ihrer Vorfahren. Und als Pharao die Worte von Jethro hörte, wurde er sehr wütend auf ihn, so dass er in Schande aus der Gegenwart des Königs ging, und er ging nach Midian, in sein Land, und er nahm Josefs Stab mit sich. Dann wird Balaam gefragt und macht folgenden Vorschlag. Also deshalb, o König, höre meine Worte, denn das ist der Rat, der gegen sie beschlossen wurde, durch welchen du sie überwältigen wirst und von welchem du nicht abweichen sollst. Wenn es dem König gefällt, dann lasse ihn befehlen, dass alle Kinder, welche ihnen von diesem Tag an geboren werden, ins Wasser geworfen werden, denn so kannst du ihre Namen auslöschen. Denn keinen von ihnen noch von ihren Vätern haben wir auf diese Weise versucht. Und der König hörte die Worte von Balaam, und diese Sache gefiel dem König und den Prinzen. Und der König tat gemäß dem Wort von Balaam. Und der König befahl, eine Proklamation herauszugeben und ein Gesetz zu erlassen im Land Ägypten, sagend, jedes männliche Kind, das von diesem Tag an geboren wird, soll ins Wasser geworfen werden. Und zwar jedes hebräische Kind.
Und als die Kinder Israels davon hörten, was der Pharao befohlen hatte, nämlich ihre männlichen Kinder in den Fluss zu werfen, da trennten sich einige der Leute von ihren Frauen und andere hielten an ihnen fest. Und von diesem Tag an, wenn die Zeit der Geburt näher kam für diejenigen Frauen, die bei ihren Männern geblieben waren, da gingen sie auf das Feld, um dort zu gebären. Und dort gebaren sie und ließen ihre Kinder auf dem Feld und kehrten nach Hause zurück. Und der Herr, der ihren Vorfahren geschworen hatte, sie zu vermehren, sandte einen seiner dienenden Engel, die im Himmel sind, um jedes der Kinder im Wasser zu waschen, sie zu salben und einzuwickeln und ihnen zwei glatte, geschmeidige Steine in die Hände zu legen. Von einem der beiden saugte es Milch und vom anderen Honig und sorgte dafür, dass ihre Haare bis zu den Knien wuchsen, wodurch sie sich selbst bedecken konnten, um es ihnen bequem zu machen und ihnen treu zu bleiben durch sein Mitgefühl. Und als Gott Mitgefühl mit ihnen hatte und gewünscht hatte, sie zu vermehren im Angesicht des Landes, da befahl er seiner Erde, sie zu empfangen, um sie gut zu erhalten darin, bis die Zeit ihres Erwachsenwerdens kam, woraufhin die Erde ihren Mund öffnete und sie fortspie, und sie entsprossen aus der Stadt wie das Kraut der Erde und das Gras des Waldes. Und sie kehrten jeder zu ihrer Familie zurück in das Haus des Vaters, und sie blieben bei ihnen. Und die Babys der Kinder Israels waren auf der Erde wie das Kraut des Feldes, durch Gottes Gnade für sie. Und es war zu dieser Zeit der Geist Gottes auf Miriam, der Tochter von Amram, der Schwester von Aaron. Und sie ging heraus und prophezeite über das Haus, sagend: Siehe, ein Sohn wird uns geboren werden von meinem Vater und meiner Mutter, und er wird Israel aus der Hand Ägyptens retten. Und als Amram die Worte seiner Tochter hörte, ging er und holte seine Frau zurück ins Haus, nachdem er sie fortgeschickt hatte zu der Zeit, als der Pharao befahl, jedes männliche Kind des Hauses Jakob ins Wasser zu werfen. Also nahm Amram seine Frau Jochebed, 3 Jahre nachdem er sie fortgeschickt hatte, und er kam zu ihr, und sie wurde schwanger. Und am Ende von 7 Monaten nach ihrer Empfängnis brachte sie einen Sohn zur Welt. Und das ganze Haus war angefüllt mit Licht, wie das Licht der Sonne und des Mondes, wenn sie scheinen. Und der Pharao schickte seine Minister, um die Kinder zu nehmen und sie zu töten. So taten es die Ägypter den hebräischen Frauen alle Tage. Und zu dieser Zeit war es, ungefähr 3 Monate nach dem Verbergen des Sohnes von Jochebed, dass man davon im Hause des Pharaos hörte. Und die Frau beeilte sich, um ihren Sohn zu nehmen, bevor die Minister kamen. Und sie nahm für ihn einen Schilfkorb, und sie verschmierte es mit Schlamm und Pech, und legte das Kind hinein, und sie legte es ans Ufer des Flusses. Und seine Schwester Miriam stand etwas entfernt, um zu wissen, was mit ihm passieren würde und was aus ihren Worten werden würde. Und Jahua schickte zu dieser Zeit eine schreckliche Hitze ins Land Ägypten, welche das Fleisch der Menschen verbrannte wie die Sonne in ihrem Kreis, und das bedrückte die Ägypter stark. Und alle Ägypter gingen hinunter, um im Fluss zu baden, wegen der verzehrenden Hitze, die ihr Fleisch verbrannte. Und Bathia, die Tochter des Pharao, ging auch zum Baden zum Fluss, der verzehrenden Hitze geschuldet, und ihre Dienstmädchen liefen am Rande des Flusses, und alle Frauen Ägyptens ebenso. Und Bathia erhob ihre Augen zum Fluss, und sie sah den Korb darauf, und sie schickte ihr Dienstmädchen, um es zu holen. Und sie öffnete den Korb und sah das Kind, und siehe, das Baby weinte. Und sie hatte Mitgefühl mit ihm, und sie sagte: Das ist eins der Kinder der Hebräer. Und alle Frauen Ägyptens, die am Flussufer liefen, wünschten, ihm die Brust zu geben, aber er würde nicht saugen, denn diese Sache war von Jahua, damit er zur Brust seiner Mutter zurückgebracht werden würde. Und seine Schwester Miriam war zu dieser Zeit unter den Frauen der Ägypter am Flussufer. Und sie sah diese Sache und sagte zur Tochter des Pharao: Soll ich eine hebräische Krankenschwester holen, damit sie das Kind für dich pflegt? Und die Tochter des Pharao sagte zu ihr: Geh. Und die junge Frau ging und rief die Mutter des Kindes.
Und die Tochter des Pharao sagte zu Jochebed: Nimm dieses Kind, um es für mich zu saugen. Ich werde dir deinen Lohn dafür bezahlen, 2 Stückchen Silber täglich. Und die Frau nahm das Kind und pflegte es. Und am Ende von 2 Jahren, als das Kind aufwuchs, brachte sie ihn zur Tochter des Pharao, und er war ihr wie ein Sohn, und sie nannte ihn Moses, denn sie sagte, weil ich ihn aus dem Wasser gezogen habe. Und sein Vater Amram nannte ihn Schabar, denn er sagte, für ihn war es, dass er mit seiner Frau in Verbindung stand, die er abgewiesen hatte. Und seine Mutter nannte ihn Jekutiel, weil sie sagte, ich habe auf ihn beim Allmächtigen gehofft, und Gott hat ihn mir zurückgebracht. Und seine Schwester Miriam nannte ihn Jared, denn sie stieg nach ihm zum Fluss hinab, um zu wissen, was sein Ende sein würde. Und sein Bruder Aaron nannte ihn Abizanuch, sagend, mein Vater verließ meine Mutter und kehrte wegen ihm zu ihr zurück. Und Kehat, der Vater von Amram, nannte ihn Abigdor, denn wegen ihm reparierte Gott den Bruch des Hauses Jakob, damit sie nicht länger ihre männlichen Kinder ins Wasser werfen könnten. Und die Pflegerin nannte ihn Abisocho, sagend, in seiner Hütte war er für 3 Monate versteckt, wegen der Kinder von Ham. Und ganz Israel nannte ihn Schemaja, Sohn von Netanel, denn sie sagten, in seinen Tagen hat Gott ihre Rufe gehört und sie vor den Unterdrückern gerettet. Und Moses war im Haus des Pharao, und er war für Bathia, die Tochter des Pharao, wie ein Sohn. Und Moses wuchs auf unter den Kindern des Königs. Kapitel 69. Und als der Pharao, König von Ägypten, sah, dass der Rat, den Balaam bezüglich der Kinder Israel gegeben hatte, nicht erfolgreich war, sondern dass sie immer noch fruchtbar waren, sich vermehrten und anwuchsen im Land Ägypten, da befahl der Pharao in diesen Tagen, dass eine Proklamation ins Land Ägypten herausgegeben werden solle an die Kinder Israel, sagend, kein Mann soll irgendetwas von seiner täglichen Arbeit vernachlässigen. Und der Mann, der ungenügend war in seiner täglichen Arbeit, ob an Mörtel oder an Ziegelsteinen, dessen jüngster Sohn soll an deren Stelle gesteckt werden. Und die Arbeit Ägyptens verstärkte sich auf die Kinder Israel in diesen Tagen. Und siehe, wenn ein Backstein mangelhaft in der Arbeit eines Mannes war, dann nahmen die Ägypter seinen jüngsten Sohn mit Gewalt von seiner Mutter und steckten ihn an die Stelle im Gebäude, die sein Vater mangelhaft gelassen hatte. Und so taten die Männer Ägyptens mit allen Kindern von Israel, Tag für Tag, alle Tage für eine lange Zeit. Aber der Stamm Levi arbeitete damals nicht mit den Israeliten, ihren Brüdern, denn die Kinder Levi erkannten die List der Ägypter, die sie zuerst gegenüber den Israeliten ausübten. Und im 3. Jahr nach der Geburt von Moses saß der Pharao bei einem Bankett, als die Königin Alparanit zu seiner Rechten und Bathia zu seiner Linken saßen, und der Bursche Moses lag an ihrem Busen. Und Balaam, der Sohn von Beor, mit seinen 2 Söhnen und alle Prinzen des Königreichs saßen am Tisch in Gegenwart des Königs. Und der Bursche streckte seine Hand zum Kopf des Königs und nahm die Krone vom Kopf des Königs und platzierte sie auf seinem eigenen Kopf. Und als der König und die Prinzen das Werk des Jungen sahen, da waren der König und die Prinzen sehr erschrocken. Und jedermann drückte zu seinem Nachbarn Erstaunen aus. Und der König sagte zu den Prinzen, die vor ihm waren an dem Tisch, »Was sprecht ihr und was sagt ihr, o ihr Prinzen, in dieser Sache? Und was soll das Urteil gegen diesen Jungen sein aufgrund dieser Tat?« Und Balaam, der Sohn von Beor, dem Zauberer, antwortete vor dem König und den Prinzen, und er sagte, »O mein Herr und König, erinnerst du dich nun an den Traum, den du vor vielen Tagen hattest und was dir dein Diener dazu interpretiert hat? Und deshalb, dies ist ein Kind der Hebräer, in dem der Geist Gottes ist. Lasst meinen Herrn, den König, nicht glauben, dass dieser Junge nicht gewusst hätte, was er getan hat. Denn das ist ein hebräischer Junge, und Weisheit und Verständnis sind in ihm, obwohl er noch ein Kind ist.
Und mit Weisheit hat er das getan und sich selbst das Königreich von Ägypten ausgewählt. Denn das ist die Art der Hebräer, die Könige und Noblen zu täuschen, diese Dinge listig zu tun, um die Könige der Erde zittern zu lassen. Also deshalb, mein König, siehe, dieses Kind ist an deren Stelle aufgestanden in Ägypten, um gemäß ihrer Taten zu tun und mit jedem König, Prinzen und Richter zu spielen. Wenn es dem König gefällt, dann lasst uns nun sein Blut auf dem Boden vergießen, damit er nicht erwachsen wird und die Regierung aus deiner Hand nimmt und die Hoffnung Ägyptens schwindet, nachdem er regiert hat. Und Balaam sagte zum König, lasst uns darüber hinaus nach allen Richtern und Weisen Ägyptens rufen und lasst uns wissen, ob das Todesurteil diesen Jungen trifft, wie du gesagt hast, und dann werden wir ihn töten. Und der Pharao schickte und rief nach allen weisen Männern Ägyptens, und sie kamen zum König. Und ein Engel Jahuas war unter ihnen, und er sah aus wie einer der weisen Männer Ägyptens. Und der König sagte zu den weisen Männern, sicher habt ihr gehört, was der hebräische Junge, der im Haus ist, getan hat. Und so hat Balaam in der Sache geurteilt. Urteilt nun auch ihr und seht, was wegen dem Jungen getan werden soll, weil er dieses getan hat. Und der Engel, der wie einer der weisen Männer des Pharao aussah, antwortete und sagte, was folgt, vor allen weisen Ägyptern und vor dem König und den Prinzen. Wenn es dem König gefällt, so lasse der König Männer schicken, die einen Onyxstein und eine Feuerkohle vor ihn bringen sollen. Und wenn das Kind seine Hand zum Onyxstein ausstreckt, dann sollen wir alle wissen, dass der Junge mit Weisheit getan hat, was er alles getan hat, und wir müssen ihn töten. Aber wenn er seine Hand zur Kohle ausstreckt, dann sollen wir wissen, dass er es nicht mit Wissen getan hat, und er soll leben. Und die Sache schien gut in den Augen des Königs und den Prinzen. Also tat es der König gemäß dem Wort des Engel Gottes. Und der König befahl, dass der Onyxstein und die Kohle vor Moses gebracht wurde. Und sie platzierten den Jungen vor die Steine. Und der Bursche war bestrebt, seine Hand zum Onyxstein auszustrecken. Aber der Engel Gottes nahm seine Hand und platzierte sie auf der Kohle. Und die Kohle wurde in seiner Hand gelöscht. Und er nahm sie hoch und steckte sie sich in den Mund und verbrannte Teile seiner Lippe und seiner Zunge. Und er wurde schwer in Mund und Zunge. Und als der König und die Prinzen das sahen, wussten sie, dass Moses nicht mit Weisheit gehandelt hatte, als er die Krone vom Kopf des Königs genommen hatte. So ließen der König und die Prinzen davon ab, das Kind zu töten. Und so blieb Moses im Haus des Pharao und wurde erwachsen. Und Jahua war mit ihm. Und während der Junge im Haus des Königs war, wurde er in Lila gekleidet, und er wuchs auf unter den Kindern des Königs. Und während Moses im königlichen Haus aufwuchs, sah Bathia, die Tochter des Pharao, ihn als Sohn an. Und der ganze Haushalt ehrte ihn, und alle Männer von Ägypten hatten Angst vor ihm. Und täglich ging er fort und kam ins Land Goschen, wo seine Brüder, die Kinder von Israel, waren. Und Moses sah sie täglich in kurzer Atmung und harter Arbeit. Und Moses fragte sie, wofür ist die Arbeit auf euch verteilt worden Tag für Tag? Und sie erzählten ihm alles, was ihnen passiert ist, und alle Verfügungen, die der Pharao über sie gebracht hat vor seiner Geburt. Und sie erzählten ihm alle Ratschläge, die Balaam, der Sohn von Beor, gegen sie gegeben hatte, und auch, was er gegen ihn geraten hatte, um ihn zu töten, nachdem er die Krone vom Kopf des Königs genommen hatte. Und als Moses das hörte, war sein Zorn gegen Balaam geweckt, und er suchte ihn zu töten, und er war Tag für Tag im Hinterhalt für ihn. Und Balaam hatte Angst vor Moses, und er und seine zwei Söhne erhoben sich und gingen aus Ägypten fort, und sie flohen und befreiten ihre Seelen, und begaben sich ins Land Kusch zu Kikianus, König von Kusch. Und Moses war im Haus des Königs und ging ein und aus. Und Jahua gab ihm Gunst in den Augen des Pharao und in den Augen all seiner Diener und in den Augen des Volks Ägyptens. Und sie liebten Moses sehr. Und der Tag kam, als Moses nach Goschen ging, um seine Brüder zu sehen. Und er sah die Kinder Israel in ihren Bürden und harter Arbeit. Und Moses trauerte wegen ihnen.
Und Moses kehrte nach Ägypten zurück und kam zum Haus des Pharao. Und er kam zum König. Und Moses verbeugte sich vor dem König. Und Moses sagte zum Pharao: Ich bitte dich, mein Herr, ich bin mit einer kleinen Bitte zu dir gekommen. Wende mein Gesicht nicht leer ab. Und der Pharao sagte zu ihm: Sprich. Und Moses sagte zum Pharao: Lasse deinen Dienern, den Kindern von Israel, die in Goschen sind, einen Tag Ruhe vor ihrer Arbeit geben. Und der König antwortete Moses und sagte: Siehe, ich habe dein Angesicht erhoben in dieser Sache, und ich gewähre deine Bitte. Und der Pharao befahl, eine Proklamation herauszugeben in Ägypten und Goschen, sagend: An euch, alle Kinder von Israel, so sagt der König: Für 6 Tage sollt ihr eure Arbeit tun, aber am 7. Tag sollt ihr ruhen und keinerlei Arbeit leisten. So sollt ihr es alle Tage tun, so wie der König und Moses, der Sohn von Bathia, befohlen haben. Und Moses jubelte über diese Sache, die der König ihm garantiert hatte, und alle Kinder Israel taten, wie Moses ihnen befohlen hatte. Denn diese Sache war von Jahua für die Kinder von Israel, denn er hatte begonnen, sich an die Kinder von Israel zu erinnern und sie zu retten um ihrer Väter willen. Und Jahua war mit Moses, und sein Ruhm ging durch ganz Ägypten. Und Moses wurde groß in den Augen aller Ägypter und in den Augen aller Kinder Israels, das Gute suchend für sein Volk Israel und Worte des Friedens sprechend für sie beim König. Kapitel 71. Und als Moses 18 Jahre alt war, begehrte er, seinen Vater und seine Mutter zu sehen, und er ging zu ihnen nach Goschen. Und als sich Moses Goschen näherte, kam er zum Ort, wo die Kinder Israel bei der Arbeit waren, und er beobachtete ihre Bürden, und er sah, wie ein Ägypter einen seiner hebräischen Brüder schlug. Und als der Mann, der geschlagen wurde, Moses sah, rannte er zu ihm. Denn der Mann Moses war sehr respektiert im Haus des Pharao, und er sagte zu ihm: Mein Herr, höre mir zu, dieser Ägypter kam in der Nacht in mein Haus, fesselte mich und kam zu meiner Frau in meiner Gegenwart, und nun sucht er mir das Leben zu nehmen. Und als Moses von dieser bösen Sache hörte, war sein Zorn geweckt gegen diesen Ägypter, und er drehte sich zu dieser und jener Seite um, und als er sah, dass niemand dort war, erschlug er den Ägypter und versteckte ihn im Sand, und er befreite den Hebräer aus der Hand von dem, der ihn schlug. Und der Hebräer ging in sein Haus, und Moses kehrte zurück nach Hause und kam zum Haus des Königs. Und als der Mann nach Hause zurückgekehrt war, dachte er darüber nach, seine Frau zurückzuweisen. Denn es war nicht rechtens im Hause Jakob, wenn ein Mann zu seiner Frau zurückgeht, nachdem sie geschändet wurde. Und die Frau ging und erzählte es ihren Brüdern. Und die Brüder der Frau versuchten, ihn zu erschlagen, und er floh in sein Haus und entkam. Und am 2. Tag ging Moses fort zu seinen Brüdern und sah 2 Männer streiten. Und er sagte zu dem Bösen: Warum schlägst du deinen Nachbarn? Und er antwortete und sagte zu ihm: Wer hat dich zum Prinzen gemacht, über uns zu richten? Denkst du, mich zu töten, wie du den Ägypter getötet hast? Und Moses war besorgt und sagte: Sicherlich ist diese Sache bekannt. Und der Pharao hörte von dieser Angelegenheit, und er befahl, Moses zu töten. Also schickte Jahua seinen Engel, und er erschien dem Pharao wie ein Anführer der Garde. Und der Engel Jahuas nahm das Schwert aus der Hand des Anführers der Garde und schlug ihm damit den Kopf ab, denn das Angesicht des Anführers der Garde war in das Angesicht von Moses verwandelt worden. Und der Engel von Jahua nahm die rechte Hand von Moses und brachte ihn fort aus Ägypten und platzierte ihn außerhalb der Grenzen Ägyptens, in 40 Reisetagen Entfernung. Und sein Bruder Aaron blieb alleine im Land Ägypten, und er prophezeite den Kindern Israel, sagend: So sagt der Gott eurer Vorfahren: Jedermann werfe die Abscheulichkeit in seiner Augen weg und schändet euch nicht selbst mit den Götzen Ägyptens. Und die Kinder Israels rebellierten zu dieser Zeit und würden nicht auf Aaron hören. Und Jahua überlegte, sie zu zerstören. Wäre es nicht so, dass er sich an den Bund mit Abraham, Isaak und Jakob erinnert hätte.
In diesen Tagen blieb die Hand des Pharao streng gegen die Kinder Israels, und er zermalmte und bedrückte sie bis zu der Zeit, in welcher Gott sein Wort aussprach und Notiz von ihnen nahm. Kapitel 72. Dort wird beschrieben der Krieg zwischen den Kindern von Kusch, dem König Kikianus, gegen die Kinder des Ostens und Aram. Kikianus gewinnt, er belässt den Magier Balaam im eigenen Land. Balaam zettelt eine Revolte gegen Kikianus an, während dieser nicht im Land ist. Als dieser zurückkommt, lässt man ihn nicht in seine Stadt. Es gibt Krieg untereinander. Vers 21. Zu dieser Zeit, als der Krieg und die Belagerung von Kusch war, floh Moses aus Ägypten vor dem Pharao, welcher versuchte, ihn zu töten, weil er den Ägypter getötet hatte. Und Moses war 18 Jahre alt, als er von dem Pharao aus Ägypten floh, und er flüchtete ins Lager von Kikianus, welcher zu dieser Zeit Kusch belagerte. Und Moses war 9 Jahre im Lager von Kikianus, König von Kusch, die ganze Zeit, in der Kusch belagert wurde, und Moses ging ein und aus mit ihnen. Und der König und die Prinzen und die kämpfenden Männer liebten Moses, denn er war groß und ehrwürdig. Seine Statur war die eines edlen Löwen, sein Gesicht wie die Sonne, und seine Stärke war die eines Löwen, und er war ein Ratgeber für den König. Und am Ende der 9 Jahre wurde Kikianus von einer tödlichen Krankheit befallen, und seine Erkrankung überwältigte ihn, und er starb am 7. Tag. Dann wird Rat gehalten, was zu tun sei. Denn wenn nun die Könige von Amram und die Kinder des Ostens hören, dass unser König tot ist, werden sie uns plötzlich feindlich gesinnt attackieren, und sie werden gegen uns kämpfen und keinen von uns übrig lassen. Also deshalb, lasst uns einen König über uns setzen, und lasst uns in der Belagerung bleiben, bis die Stadt uns gehört. Und sie wünschten an diesem Tag, einen Mann aus der Armee von Kikianus zum König zu machen, und sie fanden niemanden wie Mose, um über sie zu regieren. Und sie beeilten sich, und jeder Mann zog seine Kleidung aus und warf sie zu Boden, und sie machten einen großen Haufen und platzierten Moses darauf. Und sie erhoben sich und bliesen mit Trompeten und riefen vor ihm aus: Möge der König leben, möge er leben. Und das ganze Volk und die Edelmänner schworen ihm, ihm Adonia, die Königin, zur Frau zu geben, die Kuschitin, Frau von Kikianus. Und sie machten Moses zum König über sie. Und Moses regierte über die Kinder von Kusch an diesem Tag, anstelle von Kikianus, König von Kusch. Kapitel 73. Im 55. Jahr der Regierung von Pharao, König von Ägypten, das ist das 157. Jahr der Israeliten in Ägypten, da regierte Moses in Kusch. Moses war 27 Jahre alt, als er begann, über Kusch zu regieren, und 40 Jahre lang regierte er. Und Jahuwah garantierte Moses Gunst und Gnade in den Augen der Kinder von Kusch, und die Kinder von Kusch liebten ihn sehr. Also war Moses beliebt bei Gott und den Menschen. Im weiteren Verlauf findet Moses einen Weg, die seit 9 Jahren belagerte Stadt doch noch einzunehmen. Vers 28. Und der Magier Balaam, als er sah, dass die Stadt eingenommen worden war, öffnete das Tor, und seine 2 Söhne und 8 Brüder flohen und kehrten nach Ägypten zum Pharao, König von Ägypten, zurück. Dies sind die Zauberer und Magier, die im Buch des Gesetzes erwähnt sind und gegen Moses antraten, als Jahuwah die Plagen über Ägypten brachte. So nahm Moses die Stadt durch seine Weisheit ein, und die Kinder von Kusch platzierten ihn auf dem Thron anstelle von Kikianus, König von Kusch. Und sie setzten die königliche Krone auf seinen Kopf, und sie gaben ihm Adonia, die kuschitische Königin, Frau von Kikianus, zur Frau. Und Moses fürchtete den Gott seiner Väter, so dass er nicht zu ihr kam, noch blickte er auf sie. Denn Moses erinnerte sich, wie Abraham seinen Diener Eliezer schwören ließ, ihm sagend: Du sollst keine Frau von den Töchtern Kanaans zur Frau für Isaak nehmen. Genauso, was Isaak tat, als Jakob vor seinem Bruder geflohen war, als er ihm befahl: Du sollst keine Frau von den Töchtern Kanaans zur Frau nehmen und keine Allianz mit einem der Kinder von Ham schmieden.
Denn Yahuwah, unser Gott, gab Ham, den Sohn von Noah, und seine Kinder und all seinen Samen als Diener an die Kinder von Shem und an die Kinder von Japhet und ihrem Nachwuchs für immer. Deshalb richtete Moses weder sein Herz noch seine Augen auf die Frau von Kikianus, während er Kusch regierte. Und Moses fürchtete Yahuwah, seinen Gott, sein ganzes Leben, und Moses ging vor Yahuwah in Wahrheit, mit seinem ganzen Herzen und ganzer Seele. Er kam nicht vom rechten Weg ab alle Tage seines Lebens. Er fiel weder nach rechts noch nach links vom Weg ab, auf dem Abraham, Isaak und Jakob gingen. Kapitel 75. Zu dieser Zeit, im 180. Jahr der Israeliten in Ägypten, da zogen tapfere Männer aus Ägypten aus. 30.000 Männer zu Fuß von den Kindern Israels, die alle aus dem Stamm Josef waren, von den Kindern Ephraims, dem Sohn von Josef. Denn sie sagten, die Zeit sei vollendet, welche Yahuwah für die Kinder Israels festgesetzt hatte in den alten Zeiten, welche er zu Abraham gesagt hatte. Und diese Männer umgürteten sich, jeder Mann legte sein Schwert an seine Seite, und jeder Mann legte seine Rüstung an, und sie vertrauten ihrer Stärke, und sie zogen mit mächtiger Hand aus Ägypten aus. Und sie nahmen keinen Proviant für unterwegs mit, nur Silber und Gold, aber noch nicht einmal Brot für diesen Tag nahmen sie mit, denn sie dachten, sie bekämen ihren Proviant gegen Bezahlung von den Philistern, und wenn nicht, dann würden sie ihn mit Gewalt nehmen. Und diese Männer waren sehr mächtige und tapfere Männer. Einer von ihnen könnte 1.000 Männer verfolgen, und zwei könnten 10.000 in die Flucht schlagen. Daher vertrauten sie in ihre Stärke und gingen zusammen, so wie sie waren. Und sie gingen in Richtung Gad, und sie gingen herunter und fanden die Hirten von Gad, wie sie Vieh der Kinder von Gad fütterten. Und sie sagten zu den Hirten, »Gebt uns einige der Schafe gegen Bezahlung, damit wir zu essen haben, denn wir sind hungrig, denn wir haben heute noch kein Brot gegessen.« Und die Hirten sagten, »Sind das unsere Schafe und Rinder, dass wir sie euch gegen Bezahlung geben sollten?« Also näherten sich die Kinder von Ephraim, sie mit Gewalt zu nehmen. Die Seelen der Kinder von Ephraim waren erschöpft vor Hunger und Durst, denn sie hatten 3 Tage lang kein Brot gegessen. Und 40.000 Männer gingen aus zu den Städten der Philister, um den Männern von Gad zu helfen. Und diese Männer waren im Kampf gegen die Kinder von Ephraim, und Yahuwah lieferte die Kinder von Ephraim in die Hände der Philister aus. Und sie töteten all die Kinder Ephraims, alle, die aus Ägypten ausgezogen waren. Niemand blieb übrig, außer 10 Männer, die vor dem Gefecht davonliefen. Denn dieses Urteil kam von Yahuwah gegen die Kinder von Ephraim, denn sie übertraten das Wort von Yahuwah dadurch, dass sie aus Ägypten zogen, bevor die Zeit abgelaufen war, die er in den alten Zeiten für Israel festgesetzt hatte. Und ihr Bruder Ephraim trauerte um sie viele Tage lang, und seine Brüder kamen, um ihn zu trösten. Und er kam zu seiner Frau, und sie gebar einen Sohn, und er gab ihm den Namen Beria, denn sie war unglücklich in seinem Haus. Kapitel 76. Und Moses, der Sohn von Amram, war immer noch König im Land Kusch in diesen Tagen, und er gedieh in seinem Königreich, und er führte die Regierung der Kinder von Kusch in Gerechtigkeit, Aufrichtigkeit und Integrität. Und alle Kinder von Kusch liebten Moses alle Tage, die er über sie regierte. Und alle Einwohner des Landes von Kusch hatten große Angst vor ihm. Und im 40. Jahr der Regierung von Moses über Kusch saß Moses auf seinem königlichen Thron, während Adonia, die Königin, vor ihm war. Und alle Nobelmänner saßen um ihn herum. Und die Königin Adonia sagte vor dem König und den Nobelmännern, »Was ist das, was ihr, die Kinder von Kusch, für so lange Zeit getan habt? Sicher wisst ihr, dass dieser Mann während der 40 Jahre, die er über Kusch regiert hat, nicht zu mir gekommen ist und auch nicht den Göttern der Kinder von Kusch gedient hat. Also deshalb hört, o ihr Kinder von Kusch, und lasst diesen Mann nicht länger über euch regieren, er ist nicht von eurem Fleisch. Seht,
Menakrus, mein Sohn, ist erwachsen geworden. Lasst ihn über euch regieren, denn es ist besser für euch, dem Sohn eures Herrn zu dienen, als einem Fremden zu dienen, einem Diener des Königs von Ägypten. Und das ganze Volk und die Nobelmänner der Kinder von Kusch hörten die Worte, die die Königin Adonia gesprochen hatte. Und das Volk traf Vorbereitungen bis zum Abend, und am Morgen standen sie früh auf und machten Menakrus, den Sohn von Kikianus, zum König über sie. Also zog Moses aus dem Land Kusch heraus und ging nach Hause und hörte auf, über Kusch zu regieren. Und Moses war 66 Jahre alt, als er aus dem Land Kusch herausging, denn diese Sache war von Yahuwah, denn die Zeit war gekommen, die er in den alten Zeiten festgelegt hatte, um Israel aus der Bedrängung der Kinder von Ham herauszubringen. Also ging Moses nach Midian, denn er hatte wegen des Pharao Angst, nach Ägypten zurückzukehren, und er ging und er saß an einer Wasserquelle in Midian. Im weiteren Verlauf ist es so, er kommt in das Haus des Midianiters Reuel, nachdem er dessen Töchtern geholfen hatte. Reuel sorgt dafür, dass Moses ins Gefängnis kommt. Und Moses erzählte Reuel, dass er aus Ägypten geflohen war und dass er 40 Jahre über Kusch regiert hatte und dass sie ihm anschließend die Regierung weggenommen hatten und ihn fortgeschickt hatten in Friede, mit Ehre und Geschenken. Und als Reuel die Worte von Moses gehört hatte, sagte Reuel zu sich selbst: Ich werde diesen Mann ins Gefängnis stecken, wodurch ich die Kinder von Kusch besänftigen werde, denn er ist vor ihnen geflohen. Und sie nahmen ihn und brachten ihn ins Gefängnis, und Moses war im Gefängnis für 10 Jahre. Und während er im Gefängnis war, hatte Zipora, die Tochter von Reuel, Mitleid mit ihm und unterstützte ihn die ganze Zeit mit Brot und Wasser. Und alle Kinder Israels waren immer noch im Land Ägypten und dienten den Ägypten in aller Art von harter Arbeit. Und die Hand Ägyptens war weiterhin streng über die Kinder Israels in diesen Tagen. Zu dieser Zeit schlug Yahuwah den Pharao, König von Ägypten, und er litt unter der Plage von Lepra, von der Sohle seiner Füße bis zur Krone seines Kopfes. Geschuldet der grausamen Behandlung der Kinder Israels war diese Plage zu dieser Zeit von Yahuwah auf dem Pharao, König von Ägypten. Denn Yahuwah hatte auf die Gebete seines Volkes, der Kinder Israel, gehört, und ihre Rufe erreichten ihn wegen ihrer harten Arbeit. Immer noch ließ sein Zorn nicht von ihnen ab, und die Hand des Pharao war immer noch gegen die Kinder Israels ausgestreckt. Und der Pharao verhärtete seinen Hals vor Yahuwah, und er erschwerte das Joch über die Kinder Israels und verbitterte ihrer Leben mit aller Art harter Arbeit. Und als Yahuwah dem Pharao diese Plage auferlegt hatte, bat dieser seine weißen Männer und Zauberer, ihn zu heilen. Und seine weisen Männer und Zauberer sagten zu ihm, dass wenn das Blut kleiner Kinder in seine Wunden gebracht würde, er geheilt werden würde. Und der Pharao hörte auf sie, und er schickte seine Minister nach Goschen zu den Kindern Israels, um ihre Kleinen zu holen. Und die Minister des Pharaos gingen und nahmen mit Gewalt die Babys der Kinder Israels vom Busen ihrer Mütter und brachten sie täglich zum Pharao, ein Kind pro Tag. Und die Ärzte töteten sie und wandten sie auf die Plage an. So taten sie es alle Tage. Und die Zahl der Kinder, die der Pharao tötete, war 375. Der König erhält Plagen von Gott, wird schwer verletzt und krank, so dass ein Nachfolger gesucht wird. Vers 49. Und die Prinzen des Königs und alle seine Ratgeber rieten dem König, jemand anderen zur Regierung zu bestellen an seiner Statt, wen auch immer er von seinen Söhnen erwählen würde. Und der König hatte 3 Söhne und 2 Töchter, die Aparanit, die Königin, seine Frau, ihm geboren hatte, neben den königlichen Kindern von den Konkubinen. Und dieses waren ihre Namen: der Erstgeborene Otri, der zweite Adikam, der dritte Morion. Und ihre Schwestern, der Name der Älteren war Bathia, die andere Akusi.
Und der Otri, der Erstgeborene des Königs, war ein Idiot, auffällig und hastig in seinen Worten. Aber Adikam war ein geschickter und weiser Mann und hatte Wissen in der Weisheit Ägyptens, aber von ungehörigem Anblick, dick an Fleisch und sehr kurz in seiner Statur. Seine Größe war eine Elle. Und als der König sah, dass sein Sohn Adikam intelligent und weise in den Dingen war, beschloss der König, dass er an seiner Stelle König werden solle nach seinem Tod. Und er gab ihm Geduda, die Tochter von Abilot, zur Frau. Und er war 10 Jahre alt, und sie gebar ihm 4 Söhne. Und danach ging er und nahm 3 Frauen und zeugte 8 Söhne und 3 Töchter. Und große Unordnung herrschte über den König, und sein Fleisch stank wie das Fleisch eines Kadavers auf dem Feld im Sommer, während der Hitze der Sonne. Und als der König sah, dass seine Krankheit noch stärker über ihn kam, befahl er, dass sein Sohn zu ihm gebracht werde, und sie machten ihn zum König über das Land an seiner Stelle. Und am Ende von 3 Jahren starb der König in Schande, Ungnade und Abscheu. Und seine Diener trugen ihn und begruben ihn im Grab der Könige von Ägypten in Zoan Mizraim. Aber sie balsamierten ihn nicht wie gewöhnlich für Könige ein, denn sein Fleisch war faulig und sie konnten sich nicht nähern wegen des Gestanks, sie begruben ihn eilig. Und dieses Übel war von Jahua für ihn, denn Jahua hatte ihm Übel mit Übel vergolten, welches er in seinen Tagen Israel angetan hatte. Und er starb mit Schrecken und Schande, und sein Sohn Adikam regierte an seiner Statt. Adikam war 20 Jahre alt, als er über Ägypten regierte. Er regierte 4 Jahre lang. Im 206. Jahr der Israeliten in Ägypten regierte Adikam über Ägypten. Aber seine Regierung dauerte nicht so lange, wie die Regierung seiner Väter dauerte. Und sein Vater Melol regierte 94 Jahre in Ägypten. Aber er war 10 Jahre lang krank und starb, denn er war böse vor Jahua. Und alle weisen Männer des Pharao nannten Adikam Ahuz, denn Ahuz bedeutet kurz in der ägyptischen Sprache. Und während er regierte, übertraf er seinen Vater und alle vorigen Könige an Bosheit, und er verstärkte das Joch über die Kinder von Israel. Und er ging mit seinen Dienern nach Goschen zu den Kindern von Israel. Und er erschwerte die Arbeit für sie, und er sagte zu ihnen: Komplettiert eure Arbeit, die Aufgabe jedes Tages, und lasst eure Hände nicht los von eurer Arbeit, von diesem Tag an, wie in den Tagen meines Vaters. Und er platzierte Offiziere aus den Kindern Israels über sie, und über diese Offiziere platzierte er Vorgesetzte aus seinen Dienern. Und er setzte ein Maß von Ziegelsteinen für sie fest, diese Zahl zu erreichen, Tag für Tag, und er kehrte um und ging nach Ägypten. Und wann immer ein Defizit im Maß der Kinder Israels gefunden wurde, bezüglich der täglichen Steine, gingen die Vorgesetzten des Pharaos zu den Frauen der Kinder Israels und nahmen so viele Babys von den Israeliten, wie Steine fehlten. Und sie würden sie mit Gewalt aus dem Mutterschoß nehmen und sie ins Gebäude stecken anstatt der Steine. Während ihre Väter und Mütter über sie schrien und weinten, wenn sie die weinenden Stimmen ihrer Kinder in der Wand des Gebäudes hörten. Und die Vorgesetzten herrschten über Israel, dass die Israeliten ihre Kinder im Gebäude platzieren sollten, so dass ein Mann seinen Sohn in die Mauer steckte und Mörtel über ihn gab, während seine Augen über ihn weinten und seine Tränen herunterliefen auf sein Kind. Und diese Vorgesetzten von Ägypten taten es so mit den Babys der Israeliten für viele Tage, und keiner zeigte Erbarmen oder Mitgefühl über die Babys von Israel. Und Jahua hörte die Stimme der Kinder Israels und ihre Schreie in diesen Tagen. Und Jahua erinnerte sich des Bundes, welchen er mit Abraham, Isaak und Jakob machte. Und Jahua sah die Drangsal der Kinder von Israel und ihre harte Arbeit in diesen Tagen, und er entschied, sie zu befreien. Und Moses, der Sohn von Amram, war immer noch im Gefängnis in diesen Tagen, im Haus des Midianiters Reuel,
und Zippora, die Tochter von Reuel, unterstützte ihn insgeheim mit Essen Tag für Tag. Und Moses war 10 Jahre lang im Gefängnis im Haus von Reuel. Die Zippora überredet dann ihren Vater Reuel, den Moses freizulassen. Und diese Sache schien gut in der Sicht von Reuel. Und er tat dem Wort gemäß seiner Tochter und schickte zum Kerker, um festzustellen, was aus Moses geworden war. Und er sah, der Mann Moses lebte im Keller, stand auf seinen Füßen, den Gott seiner Vorväter preisend und anbetend. Und Reuel befahl, Moses aus dem Kerker herauszuholen. Also rasierten sie ihn, und er wechselte seine Gefängniskleidung und aß Brot. Und danach ging Moses in Reuels Garten, der hinter dem Haus war, und dort betete er zu Jahua, seinem Gott, welcher mächtige Wunder für ihn getan hatte. Und es geschah, während er betete, dass er ihm gegenüberblickte, und siehe, ein Saphirstab war im Boden platziert, der mitten im Garten gepflanzt worden war. Und er näherte sich dem Stab und schaute, und siehe, der Name des Herrn der Heere war darauf eingraviert, geschrieben und entwickelt auf dem Stab. Und er las es und streckte seine Hand aus, und er rupfte ihn wie einen Baum aus dem Dickicht, und der Stab war in seiner Hand. Und das ist der Stab, mit dem die Werke unseres Gottes vollbracht wurden, nachdem er Himmel und Erde erschaffen hatte, und alle ihre Heerscharen, Meere, Flüsse und alle ihre Fische. Und als Jahua Adam aus dem Garten Eden getrieben hatte, nahm er den Stab in seine Hand und ging und bestellte den Boden, von dem er genommen worden war. Und der Stab kam herüber zu Noah und wurde weitergegeben an Schem und seine Nachfahren, bis er in die Hand von Abraham, dem Hebräer, gegeben wurde. Und als Abraham alles, was er hatte, an seinen Sohn Isaak weitergegeben hatte, da gab er ihm auch diesen Stab. Und als Jakob aus Padam Aram floh, nahm er diesen Stock in seine Hand, und als er zu seinem Vater zurückkehrte, hatte er ihn immer noch bei sich. Und als er nach Ägypten herunterging, nahm er den Stab in seine Hand und gab ihn an Josef, einen Teil über seine Brüder, denn Jakob hatte ihn mit Gewalt von seinem Bruder Esau genommen. Und nach dem Tod von Josef kamen die Nobelmänner Ägypten ins Haus von Josef, und der Stab kam in die Hand des Midianiters Reuel. Und als er Ägypten verließ, nahm er ihn in die Hand und pflanzte ihn in seinen Garten. Und alle mächtigen Männer der Keniter versuchten, ihn herauszureißen aus dem Boden, als sie versuchten, seine Tochter Zippora zu bekommen, aber hatten keinen Erfolg. So blieb der Stab gepflanzt im Garten von Reuel, bis derjenige kam, der ein Recht darauf hatte und ihn nahm. Und das war Moses. Und als Reuel den Stab in der Hand von Moses sah, da wunderte er sich darüber, und er gab ihm seine Tochter Zippora zur Frau. In diesen Tagen nahm Moses, der Sohn von Amram, in Midian Zippora, die Tochter von Reuel, dem Midianiter, zur Frau. Und Zippora ging auf den Wegen der Töchter von Jakob. Ihr fehlte nichts an der Aufrichtigkeit von Sarah, Rebekka, Rachel und Lea. Und Zippora wurde schwanger und gebar einen Sohn, und sein Name war Gershom. Denn Moses sagte, ich war ein Fremder in einem fremden Land. Aber er beschnitt nicht seine Vorhaut, wegen der Anweisung von Reuel, seinem Schwiegervater. Und sie wurde wieder schwanger und gebar einen Sohn, und beschnitt seine Vorhaut. Und er gab ihm den Namen Eliezer. Denn Moses sagte, weil der Gott meiner Väter meine Hilfe war und mich vor dem Schwert des Pharao rettete. Und der Pharao, König von Ägypten, vermehrte die Arbeit der Kinder von Israel in diesen Tagen und fuhr damit fort, das Joch schwerer zu machen für die Kinder Israels. Und er befahl eine Proklamation in Ägypten, sagend, gebt den Leuten kein Stroh mehr, mit dem sie die Steine machen, lasst sie selbst das Stroh sammeln, denn sie können es finden. Und die Kinder Israels hörten dies, und sie klagten und seufzten, und sie riefen zu Jahua wegen der Verbitterung ihrer Seelen. Und Jahua hörte die Rufe der Kinder Israels und sah die Bedrückung, mit welcher die Ägypter sie bedrückten.
Und Yahuwah war eifersüchtig auf sein Volk und sein Erbe und hörte ihre Stimme. Und er beschloss, sie aus der Bedrängung Ägyptens herauszuholen, um ihnen das Land Kanaan zum Besitz zu geben.